Was machst denn du da? Ich versuche, so einen Rand an mein Rohr zu machen. Okay. Versuchst du mal damit. Klappt das dann besser? Bestimmt. Okay, vielen Dank. Hallo, ich bin die Luisa. Ich erkläre euch heute, wie man richtig schweift. Dabei gibt es einige Dinge, die man beachten sollte. Diese Werkzeuge braucht ihr zum Schweifen. Als erstes zeichnet ihr den gewünschten Abstand an. Dann stellt ihr den Anschlag der Sickenmaschine auf euer Maß ein. Achtet darauf, dass die Vorderkante den Anschlag durchgehend berührt. Wenn ihr noch nicht zu geübt seid, schlagt lieber leichter und in mehreren Durchgängen. Am Anfang haltet ihr das Rohr leicht schräg und neigt es dann nach jedem Durchgang etwas mehr. Euch am Anfang Zeit, bis ihr euer eigenes Tempo gefunden habt und sicher mit den Hammerschlägen werdet. Könnt ihr nochmal die letzten Unebenheiten mit einem Schonhammer ausgleichen. Und fertig! Okay. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wir hoffen, es hat euch gefallen und freuen uns natürlich über viele Likes. Oder wenn ihr uns was unten in die Kommentare schreibt. Bis dann. Das war schön. Das war besser.